Ich stehe hier jetzt in der Passauer Innenstadt in der Lederer Gasse. Um mich rum riesige Häufen mit Schutt, mit Trümmern, die hier die Menschen aus den Häusern raustragen. Da ist alles dabei. Möbel, Haushaltsutensilien, Waschmaschinen, ganze Küchen werden hier aus den Häusern rausgetragen von den Helfern. Es sind hier wirklich wahnsinnig viele Helfer unterwegs und die helfen hier unter anderem auch dem Dr. Hoffmann, der jetzt neben mir steht. Über 5 Meter in der Wohnung. Die Küche ist weg, das Wohnzimmer ist weg, die Bibliothek ist weg, und zwar im ersten Stock. Wir wissen nicht, wie wir da hernach über die Runden kommen. Und jetzt können, ich habe viel ausgehalten, wir haben da öfters Wasser schon gehabt, aber das ist ein Hochwasser wie bei der höchsten Marke. Schauen Sie, da drüben ist die Wassermarke von 1500 und so hoch war es. Auch bei Anita Ebner stand das Wasser bis zum ersten Stock, doch sie konnte wenigstens noch manches retten. Es war Bundeswehr schon da, es war Feuerwehr da, aber es geht auch nichts. Die können nicht überall sein, das muss man eh verstehen. Die haben wirklich, ob jetzt das Bundeswehr ist oder Feuerwehr, die haben ja wirklich einmalig, aber es geht halt nicht überall. Die unzähligen Helfer, das sind die Menschen, die hier den Bewohnern in der Passauer Innenstadt momentan Hoffnung machen. Und vor allem auch die ganzen Studenten, über die sonst gerne geschimpft wird hier in Passau. Nochmal Anita Ebner. Wahnsinnig. Die kommen mit Schaufeln und gestern haben da so junge Studentinnen durchgegangen mit zum Trinken, mit Süßigkeiten. Also einmalig. Es wird immer so viel geschimpft mit den Studenten, aber die haben wirklich und haben auch wirklich mit Schaufeln und wirklich war. Also muss man schon sagen. Eine von den unzähligen Studenten, die hier helfen, ist Miriam. Wir haben dann gestern schon angefangen, wo wir fertig waren, bei unseren Nachbarn zu helfen und jetzt halt hier, wo man unsere Hilfe braucht. Weil das sieht teilweise echt schlimm aus, da sind ganze Wohnungen überflutet, die haben gar nichts mehr und deswegen helfen wir halt, weil, ja. Aus der Passauer Innenstadt, wo die Aufräumarbeiten inzwischen auf Hochtouren laufen, Hendrik